begrüßt mit einem Riesenapplaus Götz Kubitschek. Liebe Dresdner, liebe Patrioten aus ganz Deutschland, freue mich heute wieder hier sprechen zu können. Wir begehen den Tag der deutschen Einheit als ein Volk, das in sich uneins ist. Wir sind uns dabei nicht auf die Weise uneinig, die es in jeder zueinander gehörigen Gruppe von Menschen gibt. Es gibt ja diese recht harmlose Art von Uneinigkeit, die den CDU vom SPD-Wähler scheidet, oder die Uneinigkeit, die in einer Familie herrscht, wenn es Streit über das Ziel der sommerlichen Urlaubsreise gibt. Solche Uneinigkeiten sind aber dadurch gekennzeichnet, dass die einen die Mehrheitsentscheidung der anderen akzeptieren können. Ob uns die CDU oder die SPD regiert, der Unterschied ist nicht besonders groß. Es war hinnehmbar, überstimmt worden zu sein. Und die Fahrt in den Urlaub, derlei Kinkerlitzchen, hat doch Mitte der 90er ein Nationalspieler mit einem legendären Satz gültig geklärt. Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Spanien. Jedoch die Uneinigkeit, die unser Volk am 26. Jahrestag der deutschen Einheit beherrscht, ist von anderer Qualität. Wir erkennen sie daran, dass es für uns nicht mehr hinnehmbar ist, von der SPD, der CDU oder sogar den Grünen regiert zu werden. Und für die Politiker dieser Parteien ist es offensichtlich nicht hinnehmbar, dass es viele Wähler gibt, die sich von ihnen abwenden, und zwar nicht hin zur Nichtwählergruppe, das wäre für die Altparteien zu verschmerzen, sondern hin zu einer neuen politischen Kraft. Diese Kraft, die AfD, wird beschimpft, lächerlich gemacht, verleumdet und ausgegrenzt. Aus einem einzigen Grund: Sie hat den Einheitsbrei der anderen für inakzeptabel erklärt und nimmt lächelnd und grimmig in Kauf, selbst derzeit und zunächst für inakzeptabel zu gelten. Und so ist es in der Tat. Die Uneinigkeit in unserem Volk ist fundamental, sie ist kaum überbrückbar und keine Seite kann den Erfolg der anderen Seite einfach so hinnehmen. Denn es handelt sich um eine Auseinandersetzung, bei der sich nicht die Frage nach ein bisschen mehr Marktwirtschaft oder ein bisschen mehr Sozialstaat stellt, sondern eine Kernfrage, eine existenzielle Zukunftsfrage. Werden wir Deutsche in der nächsten, übernächsten und allen weiteren Generationen noch das entscheidende Staatsvolk in Deutschland sein oder nicht? Es gibt die Geschichte von einem Schiff, das ein paar Jahre lang über die Meere segelte und im einen Hafen neue Segel, im nächsten neue Masten, im dritten ein neues Ruder samt Steuerrad und im vierten schließlich einen Motor, eine Blechverstärkung am Rumpf und einen neuen Kapitän bekam, bevor man zuletzt die Masten umlegte und sie durch ein paar Kanonen ersetzte. Als es zurückkehrte in seinen Heimathafen, dieses Schiff, hieß es immer noch MS Deutschland. Aber war es da noch dasselbe Schiff? War es ein bisschen anders, ein modernisiertes Schiff? Oder war es ein ganz anderes, ein umgekrempeltes, ein nach und nach ganz ausgetauschtes Schiff? Ich würde diese Frage gern den hohen Repräsentanten unseres Staates stellen, die sich heute in Dresden aufhalten. Ja doch, diese Frage wäre so recht eine für die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten, für Frau Merkel und Herrn Gauck. Ist dieses Schiff noch dasselbe Schiff? Ist Deutschland noch immer Deutschland, wenn das deutsche Volk ersetzt und ausgetauscht wird? Wenn es also nicht behutsam ergänzt wird und dadurch vielleicht bereichert,
sondern binnen zweier Generationen in manchen Städten zur Minderheit herabsinkt und flächendeckend vielleicht in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts. Kurz, bleibt Deutschland Deutschland, wenn es nicht mehr vor allem und vorrangig das Land der Deutschen ist, sondern vor allem und vorrangig das Land der viel zu zahlreich und viel zu rasch und unter einem viel zu niedrigen Anspruch Eingebürgerten. Und noch einmal anders, ist Deutscher, wer sich hier aufhält? Oder steckt vielleicht doch mehr dahinter, ein Deutscher zu sein oder geworden zu sein? Lieschen Müller und Otto Normal fällt die Beantwortung solcher Fragen leicht, sehr leicht sogar. Dr. Lieschen Müller und Professor Otto Normal tun sich da schon schwerer. Sie sind stets ein wenig unzufrieden mit dem gesunden Menschenverstand und würden ihn gern durch eine komplizierte Theorie ersetzen. Das klingt seltsam und ein bisschen lustig, aber es ist tatsächlich so. Gar nicht mehr lustig ist es jedoch auf der Ebene, auf der Frau Merkel und Herr Gauck ihre Entscheidungen treffen. Und es ist mir egal, ob diese Entscheidungen aus Dummheit, Bosheit, aus ideologischen Gründen oder aufgrund von Verantwortungslosigkeit so aussehen, wie wir sie dann präsentiert bekommen. Deutschland bleibt nur dann Deutschland, wenn es die Deutschen sind, die seinen Lauf auch in Zukunft prägen werden. Und diese Deutschen und ihr schönes Land kann man nicht einfach basteln oder umbauen oder mal so und mal so zurechtmachen. Es gibt dieses Deutschland wirklich und es gibt die Deutschen wirklich. Wir alle beweisen das Tag für Tag mit unserem ganzen Leben und wir kommen darüber zum Kern der Katastrophe. Die großen politischen Entscheidungen der letzten Jahre setzen uns und unser gutes Land aufs Spiel, so als sei das alles nichts wert, als sei es austauschbar. Als hingen nicht unsere zukünftigen Alltage und die Alltage unserer Kinder und Enkel daran. Die Alltage unserer Kinder aufs Spiel zu setzen, genauer, sie zu manipulieren, mit ihnen zu experimentieren, das ist nicht hinnehmbar, das ist inakzeptabel. Und daraus rührt nun unsere Unversöhnlichkeit mit der großen Politik unserer Zeit. Und ich will einschieben und so vermessen sein, zu sagen, dass vielleicht auch Frau Merkel anders über dieses Land denken und für dieses Land handeln würde, hätte sie ein paar Kinder, denen sie dieses Land eines Tages in die Hände zu geben hätte. Uns aber wird das, was geschieht, verkauft als Verhängnis, als etwas, das kommt wie ein Naturereignis. Und im Grunde sind wir da wie die Angehörigen eines steinzeitlichen Stammes, die zitternd in ihrer Höhle sitzen und darauf warten, was über ihnen die Götter ausbrüten. Gestern der Zusammenbruch der Finanzwirtschaft, heute die Asylkatastrophe, morgen der Kollaps der Stromversorgung und alles läuft ab wie ein aufziehender Orkan. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt und haben für alles gerade zu stehen. Ja, wer sind wir denn? Bürger, die eine große Kultur weitertragen oder Kinder, denen man einen Schlabberlatz umbinden muss? Wie kommen wir weiter? Wie kommt Bewegung in die Sache, in die verfahrene Situation, und zwar Bewegung in unserem Sinne? Zwei Hinweise. Ich las zum einen die sogenannte Kamenzer Rede des Schriftstellers Jörg Bernig, der aus Wurzen stammt und in Radebeul lebt. Bernig hielt seine Rede unter dem Titel »Habe Mut« vor einem knappen Monat. Ich zitiere den Schluss dieser Rede. »In welche Hände ist unser Land geraten? Immer noch halten sich aber tausende Migranten unerkannt in unserem Land auf. Es gibt Terroranschläge, es gibt Übergriffe auf Frauen und Mädchen. Es zieht eine islamische Kleiderordnung auf Straßen und in Schulen ein, die ein Ausdruck des Nicht-Dazugehören-Wollens ist.
Man spricht von Islamisten, Unterstützern, Gefährdern. Die Bundeskanzlerin wiederholt, gleichsam als wollte sie damit die alles entscheidende Geisterarmee herbeibeschwören, ihr: Wir schaffen das. Wer ist ihr Wir und was will sie denn schaffen? Den Umbau der Gesellschaft? Den Eingriff in kulturelle Zusammenhänge? Die deutsche Gesellschaft ist gespalten. Die europäischen Nachbarn haben sich von Deutschland abgewandt. Der politisch-mediale Komplex verteidigt die Deutungshoheit mit Intoleranz und Aggressivität. Das ist die Lage. In Deutschland ist ein Ringen im Gang. Auf der einen Seite stehen die Ingenieure des Gesellschaftsumbaus, die Verdunkler und Verheimlicher, die Sprachendenkkontrolleure, die Unterminierer von Aufklärung und offener Gesellschaft. Auf der anderen Seite stehen die Verteidiger der aufklärerischen Vernunft, des eigenständigen Denkens, der Geistesfreiheit, der offenen Gesellschaft, der Gleichwertigkeit der Religionen und der Geschlechter. Soweit Jörg Bernich, seine Kamenzer-Rede kann man im Internet und bald auch in gedruckter Form vollständig nachlesen. Und diese Rede zeugt vom Mut dessen, der sie hielt. Denn es ist für einen freien Schriftsteller ganz und gar nicht selbstverständlich, die Aufforderung, habe Mut, auszusprechen und sich vor allem selbst an diesem Wort zu messen. Auch der zweite Hinweis zielt auf ein Dresdner Widerstandspflänzchen. Der Rechtsanwalt Maximilian Krah, Michael Stürzenberger erwähnte es schon, ist vor einigen Wochen aus der CDU ausgetreten. Krah fordert nun seine ehemaligen Parteifreunde auf, diesen Schritt nicht nur zu verstehen, sondern ihn ebenfalls zu machen. Ich zitiere aus seiner Begründung. Niemand ist der CDU beigetreten für eine Politik der unbegrenzten Zuwanderung. Niemand für eine Finanzierung der italienischen Staatsschulden durch die Europäische Zentralbank. Niemand für eine Energiewende, die über die Pläne von Rot-Grün hinausläuft. Niemand hat je einen CDU-Aufnahmeantrag gestellt, damit die Türkei EU-Mitglied wird. Und erst recht hätte sich niemand, der vor 2005 CDU-Mitglied wurde, je träumen lassen, dass die Partei, der er angehört, das alles aktiv betreiben würde. Die Erkenntnis der letzten Monate ist, dass es tatsächlich keine Chance gibt, den derzeitigen CDU-Kurs zu ändern. Meine Zweifel begannen mit dem gruseligen Bundesparteitag in Karlsruhe, zu dem ich Delegierter war. 9 Minuten Standing Ovations für Angela Merkel waren angesichts der Situation im Land mit damals über 100.000 illegalen Einwanderern je Monat eine Verhöhnung der Bürger. In ihrer Rede entfaltete sie die Vision eines Landes ohne Grenzen, was immer auch ein Land ohne Sicherheit, ohne Wohlstand und ohne demokratische Mitsprache für die einfachen Leute bedeutet. Es gab nichts zu bejubeln. Soweit Maximilian Krah. Seine Begründung ist in vollem Wortlaut ebenfalls im Internet nachzulesen. Ich habe die Äußerungen des Schriftstellers Jörg Bernich und des ehemaligen CDU-Mitglieds Maximilian Krah nicht vorgetragen, weil sie neu und überraschend sein könnten. Ich vermute, dass kaum jemand, der hier heute auf dem Platz steht, diese vorsichtigen und abwägenden Sätze für besonders schneidig hält. Habe Mut, das muss man hier nicht äußern. Das ist hier in Hülle und Fülle vorhanden. Und vermutlich könnten diejenigen unter uns, die weiterhin die CDU wählen wollen, nachher gemeinsam in einem einzigen VW Golf nach Hause fahren. Ich habe die Äußerungen Jörg Bernichs und Maximilian Krahs aus einem anderen Grunde zitiert.
Als ich im Januar 2015 mit meiner Familie an den Pegida-Demonstrationen neben Zehntausenden anderen teilnahm, war ich mir sicher, dass diese Massendemonstrationen die Politik verändern würden. Und als die AfD in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr mit 25% in den Landtag einzog, war ich mir wiederum sicher, dass nun nicht einfach so weiter regiert werden könnte. Jedoch, den Gesellschaftsingenieuren in Berlin war und ist beides herzlich egal. Mehr mit dem moralischen Zeigefinger können sie auf AfD und Pegida zeigen und können beide Bewegungen als die Feinde der guten, toleranten und weltoffenen Politik markieren. Was sind wir nicht alles? Die Störenfriede, die Unzufriedenen, die zu kurz gekommenen, Deutschlands hässlichstes Gesicht, die Bewohner Dunkeldeutschlands. Und dieses Dauerfeuer bleibt bei denen nicht ohne Wirkung, die auch schon fast auf unserer Seite sind. Man muss sich das immer wieder klar machen. Wenn nämlich hier auf dem Platz anscheinend das hässliche Gesicht Deutschlands steht, dann fällt es jedem, der noch zögert, schwer, sich dazuzustellen. Und wenn die AfD nur von Schreihälsen und Neidhammeln gewählt wird, dann fällt es den Wählern schwerer, endlich eine Wahlentscheidung für Deutschland zu treffen. Kurz, dass Leute wie Maximilian Krah die CDU verlassen und Denker wie Jörg Bernich sich mutig äußern, ist ein Anzeichen dafür, dass die Bewegung in die richtige Richtung weitergeht, dass sie sich ausweitet. Wenn wir alle hier die erste Welle waren und sind, folgt nun eine zweite Welle und wir sollten sie begrüßen. Diese Leute werden nicht morgen auch hier stehen, aber das müssen sie auch gar nicht. Sie haben andere Möglichkeiten als wir, können nochmals neu beginnen, wo sie sind, haben ihre eigenen Felder und sollten dort den Mut wecken und die Sprache verändern. Auf diese Weise kommt Bewegung in die Sache, und zwar in unserem Sinne. Welche Aufgabe haben wir dabei? Ich will nichts vorwegnehmen, aber die Bürgerinitiative 1%, der ich angehöre, hat neue Formen des Protests durchdacht und vorbereitet. Und während die einen mutige Reden halten, die anderen aus der CDU austreten, die dritten sich auf die Bundestagswahl, die vierten sich auf ihren zweiten Geburtstag und vorbereiten und die jüngsten von uns aufs Brandenburger Tor klettern. Widerstand! 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 Also die Jüngsten von uns aufs Brandenburger Tor klettern. Solange wird 1% vielleicht auf eine ganz eigene neue Art und Weise den Druck verstärken. Es muss endlich einen Durchbruch für unsere Sache geben. Lasst uns also die Rechtfertigungsrichtung umkehren. Einigkeit und Recht und Freiheit als Staatsmotto für den heutigen Feiertag. Die Einigkeit ist dahin. Das Recht wird mit Füßen getreten. Und die Freiheit zu kämpfen um unser schönes Land missgönnt man uns. Aber wir halten diese Freiheit fest und kämpfen weiter. Frau Merkel, Herr Gauck, rechtfertigen Sie sich. Sie sind verantwortlich für den Riss in unserem Volk, für eine neue deutsche Teilung, für die Hemmungslosigkeit und Unversöhnlichkeit der beiden Teile, und Sie werden sich politisch für dieses Desaster verantworten müssen. Sie werden sich verantworten müssen, denn wir sind viele.
Wir werden immer mehr und unser Widerstand ist längst in ihren Reihen angekommen. Rechnen Sie mit uns. Ja.